Seid gegrüßt, liebe Leute. Weiter geht's in der Folge Das Korsarennest. Tabak und Rum und Honig für Tacker müssen wir noch erledigen. Aber auf diesen Abwegen befinde ich mich jetzt hier in einer weiteren Höhle, die nicht weitergeht. Die mich in die Falle. Ich habe das Ding nicht gesehen. Was ist denn jetzt passiert? Ich glaub's ja jetzt nicht. Ich bin einfach so durchgefallen. Ich habe nicht auf den Boden geguckt. Moment. Hä? Hier ist doch keine... Ach doch, da ist die Öffnung. Muss hier... Ah, toll. Dumm ich bin. Ja, Warnung. 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 Was steht denn da als Warnung? Kann man noch nie sehen. Aber wir werden die Warnung mal lesen. Warnung. Schatzkammer. Finger weg von dieser Tür. Derjenige, der versucht, in die Schatzkammer einzudringen, wird von mir ohne Gnade und Barmherzigkeit an die Alligatoren verfüttert. Und glaubt ja nicht, ich bekomme davon nichts mit. Ich habe meine Augen überall. Mendoza, gib den. Tür, der an einer Schatzkammer hing. Ja, ja. Und Zettel, der an einer Schatzkammer hing. An der Tür einer Schatzkammer. Oh, oh, oh. Hätte ich jetzt... Nee, ich mach das lieber nicht. Ich habe ja noch ein bisschen was zu erledigen. Nein, da wollte ich nicht hin. Gehen wir erstmal hier rum. Und versuchen, ob wir noch ein paar Gesprächsoptionen kriegen. Und zwar bei Brett nochmal. Na? Ja, alles klar. Ja, so lange der rumfließt. Ja, ja, ist klar. Bei Humphrey noch was? Oh. Du scheinst mich nicht für voll zu nehmen. Warum sollte ich das auch, Jones? Kannst du mir das verraten? Und wenn ich dir beweise, dass ich ein ganzer Kerl bin? Ha, wird schwierig werden für dich, mich zu überzeugen, Jones. Na komm schon, egal was es ist. Ich bin bereit, es dir zu beweisen. So? Das klingt ja ganz nach einer Wette, was du mir da vorschlägst. Von mir aus auch das. Gut, dann spitz mal die Öhrchen. Ich wette mit dir, dass es dir niemals gelingen wird, mich unter den Tisch zu trinken. Hm, wie viele Versuche habe ich? Aha. Na, ich will großzügig mit dir sein. Immerhin ist noch keinem von der Crew gelungen, es mit dem alten Humphrey aufzunehmen. Du kannst es daher so lange versuchen, bis du von ganz alleine aufgibst. Klingt gut, nicht? Und wann habe ich die Wette verloren? Ganz einfach. Wenn du es aufgeben solltest, weiter gegen mich anzutreten, zahlst du mir 100 Goldstücke und wir beenden den Wettstreit. Und was ist, wenn ich gewinne? Nun, wenn dieser sehr unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, zahle ich die 100 Goldstücke. Klingt fair. Das klingt nicht nur fair, sondern das ist auch fair. Also was sagst du? Nimmst du die Wette an? Koma saufen, Leber schon, davon von dem Eintrag habe ich bis jetzt noch nichts gesehen. Leber schon. Oh, toll. Was jetzt? Tut mir leid. Keine Zeit. Ich wusste, dass du kneifen würdest, du Weichei. Oh, Mann. Hey, kann man das nochmal wiederholen? Hallo? Ach, ihr Blut? Scheiße. Zweiter Versuch bei Humphrey. Du scheinst mich... Warum sagt... So, und zwar bis zu der Entscheidung. Ach, immerhin... Koma saufen oder Leber raufen. Leber schon. Koma saufen oder Leber schon. Jetzt versuche ich es mal mit Koma saufen. In Ordnung. Ich nehme mir die Wette an. Ah ja. Gut, immerhin knallst du nicht. Hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. Besorg dir aber bei Haifisch Joe auch genügend Rum. 6 Flaschen sollten es schon sein. Wenn du das Zeug hast, kann es von mir aus dann sofort losgehen. Ach so, ich dachte, es ginge sofort los. Und jetzt haben wir natürlich auch einen Eintrag, ne? Die Wette, genau richtig. Das wird verdammt schwierig. Das ist schwierig. Dann gucken wir mal hier bei Bert Lancaster. Na gut, Sumpfkraut. Hör mir bloß mit diesem Zeug auf. Ich brauche was Härteres. Ja, ja, hat man schon gehört. Was Härteres? Hör mal. Was? Du machst dich kaputt, wenn du so weitermachst. Na und? Geht dich nichts an, klar? Außerdem habe ich die Sache im Griff. Das hat schon mancher geglaubt, und? Hey, bist du meine Mutter oder was? Hör bloß auf mit dem Gelaber. Aber ich wollte dir doch nur... Helfen? Vergiss es.
besorg mir lieber was zum Rauchen. Aber bloß kein Sumpfkraut, klar? Ach, wie gesundheitsbewusst. Okay, ich besorg's. Okay, ich besorg dir das Zeug. Gut, aber beeil dich, ich brauche es. Aber komm jetzt bloß nicht mit nur einem Stängel. Drei sollten es mindestens sein. Ey, drei was? Ich soll ja nicht mit Sumpfkraut kommen. Hä? Starker Raucher. Bert hat schon viel Sumpfkraut geraucht. Das Zeug nicht mehr bei ihm wirkt. Er braucht etwas Härteres. Außerdem sollte ich zumindest drei Stängel davon auftreiben. Oder drei Stängel. Mal sehen, wo ich etwas finden kann. Haha. Oberlustig, oberlustig. Ja, weiter zum Jerome. Ach ja. Also hier, glaube ich, war ich noch nicht. Also hier ist ja die eine Höhle. Ist ja so laut hier. Hier ist auch wieder viel Dickicht. Nee, hier war ich noch nicht. Liebe Leute von heute, was ist denn hier? Hier ist bestimmt was versteckt. Ja, 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 Goldbrocken! Goldbrockenst. Und eine Truhenst. Und noch mehr Gold. Krieg ich bestimmt nicht auf, wetten? Vom Schlösserknacken verstehe ich. Kein Talent, genau, richtig. Schlösserknacken. Ah, gut zu wissen, dass hier... Na, kann ich hier durch? Ah, ich kann hier durch. Was denn das? Goldener Teller. Hier liegt ja überall Goldzeug rum. Okay. Wie konnte ich denn nur so leichtsinnig sein, dass hier in der Nähe von Corsar... Nur so leichtsinnig sein, das hier zu vergessen oder nicht zu untersuchen. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich glaube, das war alles, ne? Okay. Weiter, Jerome. Shit, da oben steht Snipe wieder. Ich werde mich da nicht einmischen. Ah, ich versuche mal was. Erzähl mir nichts. Ich kenne. Komm ich hier hoch? Ja? Das war doch seine Entscheidung. Tschüss. 18 Goldstücke gespart. Klasse, klasse, klasse. Ja, dann gehen wir mal eben schnell zu diesem Höhlendurchgang. Da, wo der Alchemist seinen Sitz hat. Keine Ahnung, wann wir im See stechen werden. Ich habe auch mal unterwegs eine Säge gefunden. Da passiert aber nichts. Gut, okay. Meine Meinung kennst du ja schon. Was mit Sam? Hat er noch was zu sagen? Verkaufst du Kraut? Ach, er verkauft auch Kraut. Gucken. Verkaufst du Kraut? Kraut? Nee, geht zur Haifisch-Show. Er hat aber nur Sumpfkraut und Gurt braucht was Härteres. Am besten davon gleich drei Stängel. Was Härteres? Nun, vielleicht kommen wir ins Geschäft. Ich habe hier noch irgendwo das Rezept von grünen Novizen. Ja, grüne Novize? Ist das Zeug auch hart genug? Nun, verbirgt wird es reichen. Es gibt da nur ein kleines Problem. Was? Ich brauche hierfür noch etwas Sumpfkraut und Feldknöterich. Kannst du mir das Zeug beschaffen? Nun, ich... Sollst es auch nicht umsonst machen. Ich gebe dir auch 50 Goldstücke dafür. Na, was sagst du? Einverstanden. Wo finde ich das Zeug? Das Sumpfkraut findest du draußen in meinem Weg. Sind noch 6 Pflanzen da. Die werden genügen, um 3 Stängel davon zu machen. Und den Feldknöterich? Den gibt es, so viel ich weiß, nur auf der Nachbarinsel. Erst vorüber schwimmen müssen. Von dem bringst du mir dann 3 Pflanzen. Nein. Schön. Wenn es unbedingt sein muss, werde ich auch das machen. Gut, Jones. Pass aber auf die Alligatoren auf. Die lieben Tierchen haben immer Appetit. Oha. Ja, okay. Man erzählt sich ja so einiges. Geh mal ein bisschen weiter weg, um meinem Inventar zu suchen. Ich habe mir das schon gedacht. Schade. Feldknöterich. Weinnässe, Feuerkraut, Feuerwurzel. Ich habe mir das schon gedacht. Schnepperkraut, Sumpfkraut. Aber der Alte hat sich wieder. Ich habe den Feldknöterich aufgegessen. Verdammter Axt. Das hat sich wirklich gelohnt. Das hätte ich dir Heilpflanze, Heilwurzel, Feuernessel, Feuerkraut, Feuerwurzel, Dunkelpilz, Butterfleisch. Grundstücke, ja, hallo. Meine Meinung kennst du ja schon. Mist. Ja, okay. Das soll es nicht davon abhalten. Wir wieder auf Kaperfahrt gehen. Das soll es nicht davon abhalten, Jerome. Ich glaube, Jerome war das, seine Waben. Ich bin so durcheinander hier. Was waren das jetzt hier? Ich habe das Zeug, das du haben wolltest. Ich habe das Zeug, das du haben wolltest. So? Wo ist der rum?
Hier. Alles klar, das war's. Das tat gut. Ja, schön. Das Kraut? Hab ich auch. Hier gut. Hast du es. Oh, schön. Hat's geschmeckt? Hey. Ja. Und? Was und? Weißt du jetzt, wie du mit Mendoza abrechnen wirst? Ja. Der alte Gauner wird sich noch wundern. Was hast du vor? Der Alte hat in seiner Truhe eine Schatzkarte. Die werden wir uns holen, bevor wir von hier verschwinden. Ist das nicht zu gefährlich? Mendoza wird uns über alle Weltmeere jagen, wenn er davon Wind bekommt. Keine Sorge, ich habe schon eine Idee. Wenn wir die Karte haben, werden wir einfach eine Kopie davon machen und das Original wieder in die Truhe stecken. So wird er niemals erfahren, dass wir ihn angeschmiert haben. Gute Idee. Wie aber willst du an Mendozas Truhe herankommen? Wieso denn ich? Du wirst Mendoza seine Karte klauen. Ich? Ja, du. Du wärst gerissen genug, um Mendoza zu täuschen. Ich aber kann das leider nicht. Du weißt ja, dass ich mit Mendoza Ärger habe. Der wird mich daher auf Schritt und Tritt überwachen. Verstehe, aber das ist mir zu gefährlich. Im Clown war ich noch nie richtig geschickt. So? Weswegen hast du denn eigentlich gesessen? Urkundenfälschung. Urkundenfälschung? Was hast du denn gemacht? Ich hatte mir unter falschem Namen eine Bescheinigung ausgestellt, um mit dieser Geld von einem Geldverleiher zu ergaunern. Leider flog die Sache auf. Ich ahne Daher was. Daher werde ich mal lieber meinen Kumpel Ned fragen, ob er die Karte für uns klauen wird. Der ist ein geschickter Dieb. Mag sein. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass Ned dieser Aufgabe gewachsen sein wird. Und warum nicht? Weil Ned dann an deiner Stelle das Vertrauen Mendozas erringen müsste. Und ich glaube nicht, dass Ned das schaffen wird. Wie kommst du darauf? Um das Vertrauen von Mendoza und seiner Crew zu gewinnen, muss man auch schon mal in der Lage sein, jemandem aufs Maul zu hauen. Du hast recht. Und Ned ist nicht gerade der Stärkste. Dann werde ich lieber Huck fragen. Den haut so schnell keiner um. Huck ist zwar sehr stark, aber um Mendoza um den Finger zu wickeln, ist er nicht clever genug. Stimmt auch wieder. Also bleibt nur ich übrig. Aber wie soll ich die nötige Kraft und Geschicklichkeit aufbringen, um meine Aufgabe zu lösen? Nun, das dürfte das kleinste Problem sein. Ich könnte dich mit der Einhandwaffe trainieren. Ja, allerdings sehr gut. Mache ich das nicht umsonst. Ned könnte dein Geschick steigern und Huck könnte dir zeigen, wie du deine Muskeln stellern kannst. Mit deinen Grips, Nets Geschick, Hucks Kraft und meinen Kenntnissen dürfte es dir nicht schwerfallen, alle Aufgaben zu lösen, die man dir stellt. Ja. Mal gucken wir doch mal. Das nennt sich der Captain. Um Mendozas Vertrauen zu erwerben, muss ich zunächst mein Ansehen bei den übrigen Korsaren steigern, damit Mendoza überhaupt Notiz von mir nimmt. Okay. Was hatten wir denn erfüllt? Tabak und Rum, Fleisch für die Crew. Aber Honig noch nicht, ne? Ja, der ist ja auf dem großen Schiff. Boah, ey. Das hätte ich dir vorher sagen können. Dann gucken wir mal weiter. Ja, schöne Quest erfüllten Aufgaben hier. Da läuft er schon. Hallo, warte mal. Was denn jetzt? Hallo, Captain. Verzieh dich, Jones. Okay. Wo will er denn jetzt plötzlich hinrennen? Okay, zu seinem Punkt. Sam. Gucken wir erstmal nach, wie wir das mit dem Sumpfenkrauten hinkriegen. Oder mit dem besseren Zeug. Grüner Novitze war das. Richtig, da brauche ich natürlich Kräutertjes auf der Nachbarinsel. Offensichtlich gibt's da noch welche. Oh, ich darf wieder rüber schwimmen. Also von den 6 Pflanzen Sumpfkraut habe ich ja insgesamt schon 17, das ist gut. Nur was mir fehlt, ist Feldknöterig, ne? Ja. Gut, dann müssen wir da mal wieder rüberschwimmen zu dieser Nachbarinsel. Ach ja. Hier liegt wieder Fisch rum. Und noch ein bisschen was zum Verkaufen. Klappmuschel. Und noch eine Klappmuschel. Ja. Ach ja, hier waren wir ja an der Stelle. Jetzt gucken wir mal, wie wir an Weltknöterich kommen. Nachdem ich mich ein bisschen durchgeboxt habe. Durchgekeult, besser gesagt. Und dann blende ich mich wieder ein, wenn ich was gefunden habe. Kann sein, dass es noch ein paar Kämpfe irgendwie offscreen gibt, aber gucken wir erstmal. Ja, am Strand konnte ich nur so ein paar Klappmuscheln, Hornmuscheln finden. Es ist ein schöner, sonniger Sandstrandtag und werde mal hier von dieser Seite reingehen. Heilwurzel ist auch mal gut. Und den, ja,
Scavenger mal. Was hat der vor? Kuckuck. Ja, er guckt sich das mal so an. Pickt mal ein bisschen, das schmeckt ihm wohl nicht. Oder er hat gemerkt, dass ich bei der Schildkröte das Fleisch schon rausgeschnitten habe. Ach, herrlich, diese Szene. Ich liebe es. So, dann habe ich ja sehr viel Fleisch zu braten. Das finde ich gut. So, hoffentlich finden wir ja mal ein bisschen andere Kräuter. Ja, an der Stelle war ich noch nicht so. Na, ist klar, ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Wow, sieht immer bei Tageslicht ganz anders aus hier. Soll ich hier noch was picken? Hier, ach, das ist Heilkraut. Oh, da sind noch jede Menge. Ja, die mache ich mal offscreen, glaube ich. Wilde Bienen, die habe ich ja noch nie genatzt. Komm, kann ich die eigentlich natzen? Also, er geht drumherum. Ja, die wilden Bienen, die kann ich natzen. Aber mal gucken, ob die kaputt gehen. Wilde Bienen mit einer Keule, herrlich. Gucken, wie viele Erfahrungspunkte die bringen. Na? Jawohl, das könnte gleich... Die haben mich ja gestochen. 20, gut, okay. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern, okay. Die anderen mache ich offscreen. Ach ja, die Insel durchqueren, immer im Zickzack. Da ist ein Feldknöterich. Ein. Jetzt brauche ich nur noch zwei. Ah, ein paar Scavies. Die gingen eigentlich leicht von der Hand. Gucken, ob es noch Blutfliegen gibt. Feldknöteriche. Oh, ich muss die Augen aufhalten hier. Ich darf mich nicht zu viel bewegen. Was war das denn jetzt wieder? Wieder wilde Bienen. Hier ist noch ein Heilkraut. Ah. Oh. Wir haben ja gesehen, wie lange es braucht, diese wilden Bienen zu killen und doch nur 20 Erfahrungspunkte zu kriegen. Oh, was haben wir hier? Sumpfkrauten. Ja, schön, Sumpfkrauten. Feldknöterichen brauche ich. Feldknöterich. Ach, hier haben wir wieder diese lustig Pflanze. Noch so eine lustig Pflanze. Oh. Feldknöterich. Wir suchen noch zwei Pflanzen. Feldknöterich, das ist Sumpfkraut. Gut, dass er so ein bisschen auffällig in die Höhe ragt, dieser Feldknöterich. Naja, okay, ich such mal weiter. Feldknöterich, wo bist du? Feldknöterich, wo bist du? Bleib ich hier hängen, ey. Ach, hier ist noch was. Aber nur eine Heilwurzel. Menno, auf Feldknöteriche. Ah, da ist die Höhle von dem Steinpuma wieder. Der macht einmal einen Tatzenprank und dann bin ich krank. Also, wie immer. Ja, 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 Feldknöterich. Was haben wir hier? Eine Heilpflanze. Ja. Also, neuen Feldknöterich gibt's wohl hier nicht mehr, wa? Kein Feldknöterich mehr geplant. Gespawnt. Shit, vielleicht irgendwo noch hier irgendwo. Ja, hier sind ja Alligatoren. Dann sind wir auf der anderen Seite. Der andere Seite hier. Klappmuschel. Toll. Naja, gucke ich mal weiter, ob es noch Feldknöterich gibt. Boah, ich suche mir hier einen Wolf und finde keinen Feldknöterich mehr. Also ich habe schon alles ziemlich abgesucht. Ich habe die Vermutung, dass bei diesem... Na, wie heißt das Teil da hinten? Dieser wandelnde Tack... Nee, Quatsch, hier dieser... Diese Wanderheuschrecke, Wanderheuschrecke. Dass da was versteckt ist, dass da noch was im Argen ist. Boah. Aber ich habe vielleicht eventuell vor, sie doch noch irgendwie zu natzen. Wie mache ich das? Ich trinke mal einen Geschwindigkeitstrank. Genau. Boah, der bringt sogar 800. Geschick. Ach so, Geschicklichkeit. Was hab ich denn vorhin gesagt?
Manometer. Und was ist das? Elixier des Lebens? Bonus für maximale Energie? Und plus 20. Na, ja, seht ihr? Oh. Da zeichnet sich eins aus, die Oberflächlichkeit bei mir. Beziehungsweise, naja, was heißt Oberflächlichkeit? Man ist ja drauf getrimmt, irgendwie die Dinger hier zu sehen und nicht so arg ins Inventar zu gucken. Trotzdem sollte ich es mal abspeichern. Oh, weia, weia, weia. So, Trank der Geschwindigkeit habe ich gar nicht dann. Geschicklichkeit, wie konnte ich denn nur... Ich fasse mich selber nicht. Ja, dann kann ich ja gar nichts machen. Also, ich würde den nämlich hier irgendwie mal ein bisschen andotzen hier, den kleinen. Gucken. Ah, jetzt hat er mich gewittert. Warte mal, ich versuche mal was. Vielleicht kann ich das Ding noch irgendwie verpanzern. Gegen die Wand drücken und entpanzern. Oh. Das könnte klappen, liebe Leute. Fangheuschrecke. Wow. Was haben wir denn hier? Kopf der Fangheuschrecke. Ab. Wow. Geschafft. So. Und da gibt es nämlich auch wieder eine Honigwabe, die sich hier versteckt bei der Fangheuschrecke. Und dann auch noch ein Feldknöterich. Gucken wir mal eben hier in dem Bereich. Oh, ich ahne etwas, dass es hier kein Feldknöterich mehr gibt. Das sieht aus wie... Nee, hier auch nicht. Blöd ist jetzt aber auch. Warum ist das so? Warum werde ich hier so bitterlichst enttäuscht? Kein Feldknöterich mehr. Okay, dann weiter gucken. Schwimmen wir mal im Sonnenuntergang wieder zurück auf die Insel, denn ich habe einen Verdacht. Den werden wir gleich versuchen zu bestätigen. Ich habe nämlich den Verdacht, als mir doch der gute... Gucken wir nochmal eben. Starker Raucher. Der gute, allerdings braucht Sam erzählt ihm 6 Pflanzen, Sumpfkraut hinter der Höhle befindet. Sams Beet, genau richtig. Das habe ich aber vorher, dieses Beet von Sam, habe ich ja vorher schon abgeräumt. Und es kann natürlich... Was willst du? Ja, Feldknöterich. Ach nee, das war Sumpfkraut. Oh nee, jetzt habe ich das verwechselt. Nee, hier ist nichts mehr. Oh, super geil. Nein. Schrecklich. Mein Fehler. Ach, schau einer mal guck. Was macht er denn hier für Yoga-Übung, der Sam? Ah. Hey. Ja, der kann mir nichts verkaufen. Der will das ja haben. Was? Ja, Jerome. Warte mal. Vielleicht kannst du mir was beibringen. Hast du vielleicht einen Job für mich? Aha. Wie ist mein Ruf bei den Korsaren? Kannst du mir etwas verkaufen? Kannst du mir etwas verkaufen? Nun, viel... Nee. Heilkraut doch? Ach, Leute. Wie teuer ist das? 100! Oh, Mann. Er hat 2 Feldknöteritsche. Die brauche ich noch. Mann. Was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich überlegen, Leute. Ja, ein weicher Schwenk. Er ist jetzt auch hier rüber gegangen. Hey. Ich muss erst mal gucken, was ich eigentlich zu Gold machen kann bei Jerome. Wohl bei Haifisch-Joe wäre das natürlich besser, aber... Kannst du mir nun viel... Ich glaube nicht, dass das einen großartigen Unterschied bringt. Jep. Guck mal, was können wir ihnen denn alles so verkaufen an Gelumpe? Was bringen denn hier die... Oh, ich komme auf nichts. Ich habe ja auch keine Wertsachen oder so. Roter Tränenpfeffer bringt 15. Das ist mein goldenen Hammer. 2 geweihtes Wasser. Ich habe da noch irgendwelche Goldsachen gefunden. Was bringt das? Kopf der Fangheuschrecke. Aha. Super klasse. Wo ist denn das Goldzeug, was ich eingesammelt habe? Goldener Teller und so. Moment mal, was haben wir hier? Ein Krautstampfer. Wohl vergessen zu nehmen. Ja, nach kurzer Beratung meiner Wenigkeit habe ich mich entschieden, ihm eine Drachenwurzel zu verkaufen. Nein. Die hat bei mir im Inventar 500 gekostet. Jetzt krieg ich nur 75 dafür. Ah, das ist natürlich ein Stärkebonus, ne?
Okay, dann verkaufe ich ihm zwei. Moment mal, wie teuer war der Feldknöterich nochmal? Genau, der kostet 100, okay. Dann werde ich ihm eine und noch eine verkaufen. Zwei Drachenwurzel gegen zwei Feldknöterich. Ja, ich weiß, ein schlechter Tausch. Ich weiß. Und was er mir beibringen kann, das gucken wir nachher. Und was er sonst noch alles für mich tun oder Aufgaben hat. So, jetzt zurück. Erstmal speichern. So, jetzt erstmal rüber zu Sam hier. Ich habe die Pflanzen, die du haben wolltest. Gut, gib her. Was ist mit meinen 50 Goldstücken? Wie? Ach so, hier hast du sie. Wann wirst du den Tabak hergestellt haben? Komm morgen wieder, dann kannst du ihn haben. Ach, die sind immer so herrlich vergesslich, wenn es ums Geld geht oder ums Gold geht. Okay, was soll's, dann werden wir gleich mal gegangen. Lass in Zukunft die Finger von Sachen, an denen du nicht zu suchen hast. Wieso? Ich wollte nur schlafen! Hä? War hier irgendwas zu holen? Nee. Da darf man sich noch nicht mal ins Bett legen. Oh Mann. Ah, okay. Ey, das ist ja ein dicker Hund. Das ist ja ein dicker Hund. Naja, dann können wir halt eben nochmal rübergehen zu Jerome. Das ist ja ein dicker Hund. Sag, ich wollte mich da nur hinlegen. Putsch. Klasse. Krieg ich den Schlaf der Ewigkeit auf den Kopf. Hey. Ja. Was kannst du? Nun eine ganze Menge. Das wird dich aber wie gesagt was kosten. Und sonst mache ich das nicht. Na schön. Und was kann ich bei dir alles lernen? Also zum einen kann ich dir zeigen, wie man mit der Einhandwaffe kämpft. Kostet einmalig 50 Goldstücke. Und wie sieht es mit dem Umgang mit anderen Waffen aus? Umgang mit Bögen und Armbrüsten? Sowie das Training mit Zweihandwaffen? Das Training mit Bögen und Armbrüsten kann dir hier nur einer beibringen. Mendozas Steuermann Harry. Und mit der Zweihandwaffe kann am besten Haifisch Joe umgehen. Du und deine beiden Kumpels könnt aber vergessen, dass ihr hier drin jemals ausgebildet werdet. Mendoza ist strikt dagegen. Also vergiss es. Auch ich dürfte dir eigentlich nichts beibringen. Also halt am besten die Schnauze. Sonst bekomme ich noch Ärger. Klar, werde nichts verraten. Aber du sagtest zum einen. Heißt das, dass du mir sonst noch was beibringen kannst? Ja, ich kann dir noch beibringen, wie du deine Waffe am Schleifstein schärfer machen kannst. Waffen noch schärfer machen? Klingt interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass dir sowas gefällt. Wäre auch gar nicht so teuer. Eine Holzkeule schärfer machen, alles klar. So, das wollen wir mal nicht. Hast du vielleicht auch einen Job für mich? Hier hast du dein Gold für das Einhandtraining. Okay, bezahlen wir ihn erstmal. Hier erst hast mal. Du dein Gold für das Einhandtraining. Gut, wenn du willst, können wir mit dem Training sogleich beginnen. Genau, mal gucken, was hat er denn hier. Bring mir bei, wie ich mit der Einhandwaffe besser kämpfe. Wie ist mein Ruf? Ich guck mal erstmal, was ich hier... Bring mir bei, wie ich mit der Einhandwaffe kämpfe. Kriegen kann. Ach, da machen wir erstmal einen Kontroll. Erstmal kontrollieren. Einhänder 0%. Ach so, ja, da habe ich ja überhaupt nichts. Okay, hey, Jerome, du kannst gleich wieder aufstehen, du. Bring mir... So, also Einhand 1, 2... Ach, ich werde mal hier 20 Lernpunkte investieren. Und gucken, 20%, man sollte eigentlich 30 haben. Boah, 5000 bis zur nächsten Stufe. Hey. Die werde ich jetzt auch aufbrauchen, liebe Leute, die 30, weil... Bring mir bei, wie ich mit der Einhandwaffe... Ja, wir wissen das, weil ich ja noch die Alligatoren... Was? Komm wieder, wenn du mehr ab... Ach toll, jetzt ist er auch noch teurer geworden, na super, klasse. Ich bedanke mich für das Zusehen dieser schönen Folge und schreibt mir ein Abo, alles klar. Schreibt mir einen Kommentar, gebt mir einen Daumen und ich muss erst mal zusehen, wie ich hier weiterkomme. Aber das kriegen wir alles hin. Ich bedanke mich, macht's gut, tschüss.